In seinem siebten Jahr in Folge organisiert die Internationale Union der katholischen Presse im Libanon eine Ausstellung christlicher Medien mit dem Titel »Die Medien und der interreligiöse Dialog«. Der Präsident der UCIP Libanon, Pater Tony Kadra, erklärt den Zweck dieser Ausstellung. Wir haben dieses Thema 2007 gewählt, noch bevor irgendeine Konferenz organisiert wurde, als ob wir erwartet hätten, was heute vor sich geht. Daher ist diese Ausstellung ein echtes Versuchsfeld für die Begegnung von Menschen. Intellektuelle Konferenzen und Dialoge sind nicht genug. Es ist notwendig, dass Brüder einander begegnen. Diese Ausstellung ist ein echtes Labor des Libanons, weil sie bringt Studenten, Dozenten und Institutionen aller Glaubensrichtungen und Religionen zusammen. Das Charakteristische dieser Ausstellung ist die Teilnahme von mehr als 40 islamischen und christlichen Medien und Organisationen der Zivilgesellschaft, die alle besorgt über die Person sind, unabhängig von der Religion und der religiösen Konfession und die nationale, menschliche und religiöse Werte unterstützen wollen. Daher ist heute der interreligiöse Dialog eine Notwendigkeit, damit Menschen zusammenleben können und die Vorstellung beseitigt wird, dass Religionen und Gläubige sich bekämpfen. Wir glauben, dass Religionen Dialog führen können und dass Menschen sich treffen können, um eine Zivilisation des Friedens aufzubauen. Was sind die Schwerpunkte der Konferenzen und Seminare? Die meisten dieser Seminare konzentrieren sich auf Dokumente, die vor kurzem erschienen sind, wie das Dokument von Mekka, die Erklärung des katholisch-muslimischen Forums in Rom und das religiöse Treffen in Zypern, um die Inhalte zu diskutieren und die Aufmerksamkeit der Menschen und der Besucher der Ausstellung auf die Bedeutung dieser Dokumente zu lenken, um die Grundsätze des Dialogs zu definieren und die Umsetzung in unser Leben und um den Studenten, jungen Leuten und den Besuchern die Wahrheit über andere Religionen zu zeigen, die wir manchmal ignorieren oder wir haben ein falsches Bild davon, damit wir die Wahrheit übereinander wissen und dass der andere ist wie wir und dass wir mit ihm Heimat für alle bauen können.